Weiter geht's hier im Trader Live Simulator. Man startet wieder mal hier in seiner Hütte. Ja, wir mussten schlafen beim letzten Mal. Wir haben immer noch das Problem der übelsten Verschmutzung unseres Körpers. Und ich meine, es gab irgendwo auch so einen Laden, wo man sich Möbel kaufen konnte. Und da hoffe ich natürlich auf irgendetwas wie so eine Dusche, so eine Nasszelle. Das vielleicht? Die große Frage ist, habe ich genug Kohle, ne? So, gib Gas, Alter. Jetzt schon mal anfangen. Rückwärtsgang gleichzeitig gedrückt. Oh. Okay, schauen wir mal schnell hier in unseren Laden, wie der Stand der Dinge ist. Wir müssen natürlich aufmachen. Mensch, Harry. Ist doch schon 8 Uhr durch. Warum machst du denn den Laden nicht auf, du Otto? Mann, Mann, Mann. Wie das hier aussieht, ey. Die Bananas, die müssen auch noch irgendwo platziert werden. So. So. Ach so, ja, ich habe hier einen Zeitungsständer gekauft. Genau. Konnte man einstellen. Zeitungsständer kaufen. Das war geil. Es gibt, da gucken wir aber gleich nochmal rein. Es gibt da noch so ein paar andere Sachen. Fehlt mir irgendwas? Genug Cola? Ich glaube, es fehlen Chipstüten, ne? Aber hier hinten haben wir ja auch noch Chipstüten stehen. Das heißt, die werden das von hier schon höchstwahrscheinlich alles nehmen. Da, Chipstüten. Ich baller die einfach mal mit hier drauf. Hauptsache, die Kundschaft greift dann zu. Siehst du, da war die letzte. Hier haben wir auch noch ein bisschen Reis. Reis ist ganz geil, der bringt ordentlich Pada. Da können wir gut Kohle mitmachen. So, und der letzte auch. Dann haben wir das hier. Kaffee war auch sehr gut vom Geld, vom Gewinn. Da müssen wir auf jeden Fall nachkaufen. Kaffee, Tee. Das ist zwar nicht ganz günstig, auch im EK. Aber damit machen wir ja doch dementsprechend dann die Kohle. Deswegen ist das ja durchaus okay. So. Sieht schon alles schicki aus. Die Leute kommen und sie lassen die Kohle hier. Das ist alles toll. Und hier an diesem Teil, an dem Laptop, hatte ich dann beim letzten Mal gesehen. Guck mal hier. Hier sehen wir auch schon die ganzen Verkäufe. Was wurde hier alles gerade verkauft? Und hier sehen wir, was wir an Bonusmaterial oder Bonus-Einrichtungssachen quasi haben können. Eine Kaffeemaschine zum Beispiel und sowas. Richtig gut. Hier müssen wir Rechnung bezahlen. Mieten Sie den zweiten Kassierer? Nee, das machen wir nicht. Den mieten wir uns nicht. Hier kann man dann auch speichern und so weiter. Alles schön. Aber wir brauchen erstmal... Oh, jetzt haben wir 400 Tacken. Ich hoffe, wir kriegen für 400 Tacken... Kriegen wir irgendwas zum Duschen, ey. Und weil nicht, wie die aussehen. Wie die aussehen, Alter. Die sehen auch einfach alle gleich aus. Wir haben leider keinen Weichmacher. No Weichmacher. So, jetzt haben wir 460 Tacken. Und mit 460 Tacken renne ich los. Ich gehe nochmal schnell Pipi machen. So, mal hier rum. So, schön reinpullern. Abschütteln. So, Hände waschen. Ja. Andermal. Wir sind eh schon dreckig wie Sau. Verschmutzung 100%. Schlimmer geht immer. So, und jetzt bretter ich weg. Alter, die Gebäude hier, ne? Das sieht aus, also als ob das hier, als ob der sich vorher gedacht hat, komm, ich baue hier mal einen Shooter. Und dann hat er sich gedacht, ah ne, scheiße, Shooter krieg ich irgendwie nicht hin. Da war ich einfach so ein Shop-Trade-Simulator, Alter. Das schaffe ich noch, ey. So, wie kommen wir denn jetzt da hin? Also der Bremsweg ist unnormal. Der Bremsweg ist unnormal. Da will ich hin. Ich habe übrigens rausgefunden, was hier so plätschert. Das ist tatsächlich hier die Burgerbude. Die Burgerbude, in einer Ecke der Burgerbude, das ist einfach Bratfett, Alten. Da ist einfach Bratfett und das plätschert da so. Dass man hört es einfach bis auf die Straße. So, genau, da hinten, ja, man sieht's. Nein, was war das? Was war das? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Alter, Kuh ist andere Kammer. Wofür? Ist die Karre denn noch fit?
Zeige Infos. Gas 75, Öl 77, Reparatur 81. Alles klar. Oha, da muss ich dann auch noch das Geld investieren. Das wird ja krass. So, guck mal, was haben wir denn hier? Mahlzeit, Meister! Tag allen! Wie ist es? Guck, hier gibt es sogar noch schöne Türrahmen und so was. Auch mal in schön. Türrahmen, Wände. Alter, ey. Toilettis und Badewannen. 250. Okay, gekauft. Das heißt, das Ding habe ich jetzt. So, und da sind wir auch schon. Home sweet home. Bremsen! Verdammt, Alter. Du kannst dir diese Bremse nicht ausdenken. Jetzt guck dir das an. Was das für ein Bremsweg ist. Alter, ich habe einem anderen Gebäude schon angefangen. Und zwar in die Eisen. Volles Mett. Krass, Alter. Was eine Karre, ey. Sie müssen sich reinigen. Alter, ohne Scheiß, ey. Wie das hier zusammengeschustert ist. So, kann ich mich hier reinigen? Bath. Platz. Ballert das jetzt hier so in die Ecke, ne? Kann man davon ausgehen, dass das eine gute Idee ist, oder? So. Interagieren. Alter, ich bin sauber. Perfekt, Alter. Perfekt. Aber das ist alles Luxus. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir uns ein bisschen Kohle zur Seite legen. Und neue Waren einkaufen. Ich habe jetzt ungefähr 200 Tacken. Alter, easy. Wenn hier so rumläuft, Alter, der fährt auch so. Völlig bescheuert. ich bremse schon mal. Ja, ist doch okay. Alter, der Bremsweg, aber. So. So, Harry, Alter. Harry, was haben wir denn? Guck mal hier, wir haben hier das olle Shampoo ganz gut verkauft, sehe ich gerade. Was das war hier, die Handseife. Was ist da denn hier, ey? Erdbeergeruch, Handwasch Liquid Strawberry. Mm. So, was haben wir hier noch? Oh, hier sind so Tempo-Dinger. Hier haben wir noch ein paar Chips, Alter. Hier sind noch ein paar Towels. Guck mal, die gehören alle hier hin. Dann müssen wir die aber mal auch ein bisschen sortieren. So. Schönen guten Tag und herzlich willkommen im Towel City. Siehste, sehr schön. Oh, hier sind noch mehr. Ach ne, hier sind andere. Das ist, glaube ich, Toilettenpapier. Das machen wir direkt hier in den Eingangsbereich. Damit der Kunde sofort sieht, was Sache ist. Bauen wir mal hier schöne, elegante Scheißhauspyramide auf. Ja, kommst hier rein, fühlst dich direkt wohl, Alter. Zeitung läuft immer noch, das finde ich gut, dass das aber auch so nebenher irgendwie läuft. Das ist echt top. So. Siehst du, oha, hier ist das weg. Und hier ist noch mehr Tee, das ist gut. Weil Tee halt so übelst die Kohle bringt, ne? Oha, auch wieder das letzte weggenommen. Jo. So. Und hier das gleiche. Also eine richtig gute Lösung ist das alles noch nicht. Ich brauche irgendwann tatsächlich Regale. Aber solange das so funktioniert, ist das auch ganz okay. Was haben wir jetzt? Wir haben 210 Tacken. Ah, warte mal. Hier Cola-Flaschen. Wir machen mal hier die ganze Theke voll mit Cola. Siehst du? Ich glaube, Cola brauchen wir erstmal nicht. Cola brauchen wir. Alter, der Sound, ne? Cola brauchen wir erstmal nicht. So. Und jawohl, nochmal eine ganze Kiste ausgepackt. Das sieht ganz gut aus. Wir haben Chips, wir haben Cola, wir haben irgendwelche, hier ist noch mehr Cola. Ah, die Soßen, die liefen natürlich auch richtig gut. Also die muss ich nachkaufen. So,
Wir haben den nächsten. Siehste? No Soße. No Soße at all. Ich glaube, es sind tendenziell auch wirklich Kunden, weil das ist ja ein Supermarket. Und ich denke, es sind auch einige Leute dabei, die... Kaching. Jetzt habe ich 403. Perfekt. Die auch richtige Lebensmittel haben wollen. Guck mal hier, was war alles nicht dabei? Bleichmittel, Waffeln, Apfel, Weichmacher, Erbsen. Wir speichern mal eben. Getan. Und jetzt schnappen wir uns die Karre und brettern nochmal schön shoppen. So, und da sind wir wieder hier beim... Oh, wow, 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 wow. Alter, fast einen Unfall gemacht. Beim Jabba Shop. Ich weiß gar nicht, wir müssen das nächste Mal auch mal zu einem anderen Shop gehen. Aber wir sind immerhin hier schon mal einmal direkt hier beim Jabba. So, ich fahre mal ein bisschen praktischer dran. Wir müssen ja irgendwie alles reinladen. So. So, nur stopp. Perfekt. Also, was brauchen wir? Gut funktioniert haben tatsächlich hier diese Soßen. Ne, das ist jetzt Marmelade. Das ist doch nicht Marmelade. Das war doch letztes Mal Soße. Oder? Okay, Soße kaufen. Soße gekauft. Marmelade gekauft. Was brauchen wir noch? Tee und Kaffee. Relativ teuer. So, ich war mächtig shoppen. Die Karre ist komplett vollgeladen. Ich habe mal alles ausgegeben. Genau noch $3 in der Tasche. Ich hoffe, das klappt nun und ich kann das alles ordentlich wieder verhökern. Wir haben schon 20 Uhr abends, bevor der Laden jetzt zumacht. Bringen wir erstmal alles schnell hin. Siehst du, Kunde will gerade Zahnpasta und so. Das habe ich natürlich jetzt gerade nicht geholt. Aber im Moment sieht das ganz gut aus. Ich habe auch ein paar neue Sachen dabei. Was alles dabei ist, gucken wir uns gleich mal an im Shop. Und wenn der Laden es gleich zumacht, dann kann ich in Ruhe alles einrichten und aufbauen. Und dann sind wir morgen früh gewappnet. Alter, was für ein Geraffel jetzt. Das ist geschafft. Guck mal, der Ari hat schon Feierabend gemacht. Der soll ja auch keine Überstunden machen. Das kostet ja alles nur extra. Machen wir erstmal dicht. Und dann bauen wir jetzt schön hier unseren Laden erstmal komplett neu auf. Ab geht es. So, Alter, jetzt haben wir hier wirklich die ganze Nacht durchmalocht. Alter, du kannst es dir nicht vorstellen. Der Magen knurrt. Ich muss auf jeden Fall gleich erstmal was zu snacken holen, ey. So, machen wir auf den Laden. Wir haben 4 Uhr morgens. Oh, ich muss erstmal was essen. Zum Glück ist der Dude da vorne 24/7 im Einsatz. Oh, guck mal hier, du kannst nicht rennen. Du bist hungrig, du kannst nicht rennen. Das ist gut, Alter. Alten, gib mir Essen. $65 zahle ich gerne für was auch immer das ist. Schön lecker Döner auf die Hand, Alter. Wanst gefüllt. Kann weitergehen. 4 Uhr morgens ist eine gute Zeit. Was habe ich gemacht? Ich war fleißig. Ich habe hier erstmal schön Getränke eingeräumt. Die Leckerkekse, die Soßen, das Toilettenpapier und so. Das stand ja gerade schon hier wunderbar rum. Das können wir aber nochmal ein bisschen besser sortieren. So. Dann machen wir hier so eine schöne, ansprechende Toilettenpapier, was auch immer, was das hier ist. Pampers, Pyramide, jawohl. Hier haben wir lecker Kaffee. Und die Söschen und sowas, die packe ich jetzt nochmal ein bisschen mehr aus. Oh, komm, lieber nicht so viel auspacken, nicht, dass gleich wieder die Kiste verschwindet. So, dann haben wir das erste Mal neu hier Baguettebrot. Alter, Baguettebrot. Ich hoffe, dass die Leute das so kaufen. Alter, wir haben 6 Uhr morgens. Wo bleibt der Otto? Harry, wir haben 6 Uhr durch.
Gleich kommen die Kunden. Ich weiß gar nicht, wann ich aufmache. Wann mache ich denn auf? So. Jo. Siehst du, da ist er. 7 Uhr mache ich auf. Alles gut. Ich würde sagen, wir holen gleich nochmal ein bisschen Kohle aus der Kasse. Und wenn das dann soweit ist, dass das so einigermaßen reicht, das muss ja auch ein bisschen lohnen. Was war das jetzt? Gehalt, 50 Tacken vom Konto. Nee. Der hat 50 bekommen? Nun stell doch ab. Nee, da muss ich erstmal einzahlen. 79, müssen wir erstmal rüber zur Bank. Bisschen Cash einzahlen. Das ist auch übrigens das Allerwildeste, oder? Hier stehen die Stormtrooper, Alter. Die stehen hier in der Bank. Alter, mit Karabinerhaken, Alter, alles drauf und dran. Fehlen nur noch Handgranaten, ey. Ey, was eine Halle, ey. Hör mal zu halt, Leihen, 1000. Oh, krass. Oh, krass. Ich könnte mir voll die Kohle leihen. Kostet das denn was? Ich mach das gleich mal vor Spaß. Erstmal von Portemonnaie zu Bank. Transfer, wie viel transferen wir? Wir haben minus von 40. Also hauen wir mal, machen wir, soll ich 140? Dann habe ich 100 noch rumliegen. Machen wir mal 140 drauf, Transfer. So. Was ist denn, wenn ich leihe? Darlehen. Stehen irgendwo die Zinsen? Ich leihe mir jetzt 1000. Ich habe mir jetzt einfach mal kackdreist 1000 geliehen und jetzt wird geshoppt. So, guck mal. Safe Game haben wir auch gemacht. Läuft. Customer kommen. Ich nehme hier nochmal 50 Tacken mit. Alden, bleib sauber. Apropos sauber, ich muss schon wieder pullern, ey. Verschmutzung geht noch. 50% Schmutz am Körper. Abfahrt. Okay, jetzt habe ich ja fette Kohle. Ich habe ja jetzt 1140. Das heißt, ich werde jetzt erstmal schön 1000 Ocken bei Jabba lassen. Ich kaufe jetzt einfach von allem erstmal